habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deinen Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Ey Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also lass uns zocken. Wir zocken heute endlich wieder weiter mit Bioshock Infinite. Ja, ja, es ist, kommt endlich wieder einmal Bioshock Infinite. Kam ja schon lange nicht mehr. Es ist ja nicht mehr lange hin bis zum Ende. Und ich hoffe, ihr versteht es, dass es so lange eine Pause gab bei mir, weil mein PC kaputt war. Jetzt habe ich ja wieder PC. Und wir machen jetzt einfach weiter in dem Park. Wir müssen ja jetzt die drei komischen Dinger finden für Lady Comstock, damit sie uns zur Comstocks Haus reinlässt. Nur genau, wo ich jetzt lang muss, weiß ich nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Warte, was muss ich? Finde die drei Risse. Okay. Achso, Fußball. Naja, ihr habt ja, glaube ich, gemerkt, dass es auf meinem Kanal jetzt überwiegend CSGO oder so kam, jetzt die letzten paar Tage. Das ist so. Ich wollte jetzt eigentlich mein Kanalkonzept ein bisschen ändern. Let's Play kommt natürlich immerhin weiter, weil Let's Play, so habe ich mein... So, das ist der Start meines Kanals gewesen. Das kommt auf jeden Fall weiter. Nur ich mache halt überwiegend CSGO. Folge den Fußspuren von Lady Cops und bis zu den Christen. Alter, wie schnell gehe ich denn tot? Ich brauche ein bisschen Life. Nein, auf jeden Fall. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich werde mehr CSGO-Content auf meinen Kanal bringen, weil das mache ich sehr oft. Und demnächst, wenn jetzt auch noch. Wie heißt's? Also, nein, Overwatch ist ja schon draußen. Wenn ich Overwatch geholt habe, wird auch Overwatch bei mir folgen. Und ihr habt doch gemerkt, ich habe einen Livestream-Account. Ja, da werde ich auch demnächst aktiv sein. Ich will jetzt wirklich aktiver sein. Mache ich auch. Ich habe jetzt die letzten paar Tage wieder hochgeladen, die ganze Zeit. Ich werde jetzt, Let's Play ist bei mir jetzt so. Ich werde Let's Plays überwiegend bringen. Ich habe eigentlich so gedacht. Ja. Da ist etwas drin. Soll ich ihn öffnen? Ja. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deinen Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Lady Comstock scheint... Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... ich weiß nicht. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Dann dürfen wir das jetzt nochmal hören. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Und dann haben wir hier noch eins. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere. Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. So, wo bin ich denn geblieben? Genau. Wann ich Let's Plays hochladen werde. Das wird überwiegend, glaube ich, bei mir jetzt sein, so zweimal die Woche. Ich werde, glaube ich, zweimal die Woche Let's Plays hochladen. Das wird jetzt erstmal Bioshock Infinite sein, das ich zu Ende führen werde und dann mal gucken. Und dann auch noch Tomb Raider Underworld, das ist ja auch noch offen. Was holen wir uns denn jetzt so? Leben
geht schnell bei uns runter, aber das Schutzschild geht auch. Wir machen mal Leben. Genau das, was wir jetzt brauchen. Nö, sehe ich nicht ein. Auf jeden Fall, zweimal die Woche werde ich Let's Plays machen. Das steht auf jeden Fall fest. Wenn nicht, werde ich das vielleicht noch öfters machen. Vielleicht dreimal oder so, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall zweimal steht fest, das wird sein. Da muss ich noch gucken, wann genau. Aber ich vermute mal, dass ich samstags ein Let's Play hochlade. Und wenn, glaube ich, so montags oder so. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall. Geht jetzt lang. CSGO wird auch jetzt überwiegend kommen. Das ist jetzt so, wie das das erste Part gesehen habe von mir, Competitive. Und halt Overwatch und da, oder auch halt Gambling-Videos werden auch natürlich folgen. Die kommen demnächst auch noch. Jetzt habe ich mir so überlegt, dass ich das machen werde. Ich will wirklich wieder Aktivität, deswegen überlege ich mir Sachen, wie ich meinen Kanal designen kann, was ich erweitern kann und wo geht die Schritte hier hin. Ich vermute mal hier an. So, na, ich hoffe, euch gefällt das so, wie es jetzt sein wird. So, wenn Leute halt noch andere Spiele sehen wollen, halt außer CSGO, kommt dann auch noch Let's Plays. Das ist ja keine Frage, das kommt auf jeden Fall noch. Ist es hier? Nee. Alles gut. Wohin geht's denn jetzt? Hier rein. Boah! Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Junge. Als wäre das ein Horrorgame, ey. Ich habe gerade überall Gänsehaut. Boah, Mann, ey, nicht schon. Nicht nochmal, ey, nicht nochmal. Oh. What the f- Ein Aufzug. Bereich verlassen. Mal gucken. Haupthalle der Bank des Propheten. Achso. Da ist was. Oh. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Erledigt. Danke. Ich habe Geld gefunden. Danke. Hier. Oh, wir haben mal schon ordentlich was an Geld, ne? What the fuck, wieso ist hier... Hier ist ja übertrieben viel. What the... Nö. Stirb. Stirb. What the fuck, wo kommen die ganzen Leute her? Oh, das war's, okay. Boah, ey, hier. 20.000 Leute, was ist denn los? Ja, das ist eine Waffe. Also, Geldmangel habe ich irgendwie ja nicht, ne? Würde ich überhaupt nicht. Sieh einer an. Sorry, dass ich gerade alles durchsuche, aber halt. Hat mir Geld gebracht, ne? Naja, dann gehen wir mal weiter. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Ja, der Tresor ist aber zu, ne?
Also die Fußspuren gehen in die Richtung, also gehe ich mal hier rein, würde ich mal behaupten. Lockpicks. Was ist hier los? Wieso ist hier so viel? Noch mehr Lockpicks? Was ist das denn? Nahkampfangriffe machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang 2 mal Schaden. Wenn dein Gesundheitsextrem niedrig ist, fügt. Ja. Machen wir das so, behalten wir das eine. Hat uns ja eigentlich schon weitergeholfen. Guck, und deswegen durchsuche ich eigentlich so gut wie alles. Booker, da! Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Ja, ich sehe es. Schneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Sondern finde die Chiffre. Wo sollen die Chiffre sein? Hm? Machen wir, glaube ich, das auch noch. Dann haben wir, kriegen wir bestimmt noch was Schönes dazu, was uns weiterhelfen kann. Auf unserem Weg. Naja, ich habe ja gesagt, die Parts werden so ungefähr 10-15 Minuten, ne? Ich glaube, da sind wir gleich angelangt. Ja, da sind wir wirklich. Also dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute, uns. Tschüss.